Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ich kann am heutigen Aufnahmetag doch weitermachen und kann noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Das war so nicht kalkuliert. Der Kleinen geht's gut, sie wurde nicht wach. Ich bin kein grausamer Vater. Jo, alles klar. Wir sind wieder an der Stelle hier. Stimmt, da war ja was mit dem See da. Das haben wir ja gelöst, sag ich mal. Und dann wollte ich eigentlich weiter hier genau die Festung mir hier ansehen. Ich glaube, die Gebäude wollte ich mir hier noch ansehen. Da waren wir schon auf den Dächern da drauf, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, hier oben den Bereich wollten wir uns noch reinziehen. Ja, welche Waffe habe ich genutzt? Genau hier die Blutklinge. Dürfte ich hier alles noch tragen können? War Rune und alles, war das aktiv? Ich glaube schon, oder? Ich gucke mal gerade Status. 33 Lebens Arkanenergie. Warum 33? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht. Ach so, ja, nee, klar. Hier geht ja nicht alle Attribute gehen hier hoch. Moment. Kraft, Kondition, Stärke und Geschick. Die gehen 3 Punkte hoch. Ja, gut, alles klar. Aber der erlittene Schaden ging auch hoch. Ja, alles klar. Ach, dann habe ich sogar dummes Zeug geredet die letzten Folgen. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, was redet ihr die ganze Zeit von wegen Arkanenergie wird irgendwie gesteigert. Ja, kann gut sein, dass ich euch da so ein bisschen, wie soll ich sagen, blödes Zeug erzählt habe. Jetzt ist es mir selbst mal aufgefallen. Ja, ich dachte eigentlich auch, die Arkanenergie wird davon beeinträchtigt. Jo, was haben wir hier noch Schönes? Wahrscheinlich nochmal so ein Talenttyp. Bis heute raff ich das nicht 100%, welche Farben da für was stehen und wo ich das genau... Also es wird ja Beine versuchen. Was für Beine? Jo, alles klar. Jo, mir ist schon klar, dass die irgendwie golden sind und anders glitzern und so ein Kram. Das muss ich mir mal genauer reinziehen. Irgendwie sage ich immer Talenttyp und dann kommen die Dinger da. Diese Viecher. Waren wir hier schon mal? Bin ich gerade bescheuert? Ist das doch genauso wie hier unten an der Küste, oder? Ist doch absolut genauso gemacht hier mit den. Mit diesen. Was mache ich da? Okay, das war ein anderes Spiel. Monty. Hier mit den Steinen, mit den Vorsprüngen da. Das ist doch exakt so gemacht. Nur, dass andere Feinde hier rumlaufen, habe ich schon von oben erkennen können. Und da ist tatsächlich, ich habe das gesehen unten, da ist irgendeine Figur oder wieder so eine, so ein Seelenbehälter-Dingens ist da unten. Sieht man schon. Werde ich euch gleich zeigen. Ja, das Schwert hier ist nett, würde ich sagen. Hat eine schöne Reichweite. Genau das, was ich mal wollte. Genau hier wollen wir runter und ziehen uns mal rein, was wir da bekommen. Etlicher anderer Kram, den ich hier sammeln kann. Gucken wir hier runter. Ist da der Drop? Jo, der ist hier. Wunderschön. Das überlebe ich doch. Wunderschön. Eclipse Dreiecksschild. Okay. Das klingt eventuell ganz nice. Gucken wir doch direkt mal. Eclipse Dreiecksschild hier. Ist ein 100% Schild. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Die verfinst, also ein mittelgroßer Metallschild, einfach zu führen, einfacher zu führen als ein Drachenschild. Die verfinsterte Sonne gilt als Symbol des wandernden Mausoleums, in dem die seelenlosen Halbgötter ruhen. Kein Talent, jo. Da haben wir trotzdem hier das bessere Schild. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier gefällt mir halt der Abwehrbonus halt besser, deswegen trage ich das. Hier hätten wir die Ausdauerregeneration drauf. Also das sind die drei besten Schilde, die man jetzt im Moment haben kann, so gefühlt. Außer halt natürlich hier die krassen Schilde. Das hier nicht, die Großschilde. Aber das hier, das ist halt mega. Da müssen wir mal gucken. Aber das kann ich leider noch nicht tragen. Okay, soweit so gut. Jetzt bretter ich hier irgendwo runter und sterbe. Ist das so? Ah, da wäre ein Felsen, den hätte ich nutzen können und konnte ich sogar. Sehr gut, war natürlich voll geplant. So, alles klar. So, auf geht's. Wieder, wo hoch eigentlich? Und was ist hier vorne? Hä, wo bin ich hier? Oh, schon wieder ein Leuchtfeuer, das ich nicht kenne. Traumhaft. Ist hier irgendwas in der Nähe? Gut, an den Felsvorsprüngen hier könnten natürlich überall irgendwelche Höhlen sein, zum Beispiel hier oder sowas. Nee. Warum sieht das hier so komisch aus? Irgendwas lockt mich gerade hier hin. Das ist auch eine Nachricht. Erstens Lagerplatz. Nee, okay, da ist nichts. Ist aber einfach ein geiles Game. Ich weiß nicht. Für mich gibt es da echt kaum zwei Meinungen. Es ist einfach so mega. Es macht einfach so Laune.
lädt so zum Entdecken ein, auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler ist. Ich setze mich jetzt hin. So mache ich ja immer wieder an den Stellen da. Also war Fehler deshalb, weil natürlich jetzt die Gegner respawnen, aber ich habe halt immer die Hoffnung, dass dann irgendwie storytechnisch was ausgelöst wird, dass es vielleicht irgendwann heißt, ja, du hast dich schon an 50 Leuchtfeuer gesessen oder hier Ort der Gnade und deswegen bekommst du irgendwas Spezielles oder was auch immer. Könnte natürlich alles so sein. Irgendwas sagt mir, dass hier irgendwo noch eine Höhle ist. Es muss doch irgendwann auch mal wieder ein Dungeon kommen. Zum Beispiel hier. Oder? Wo bin ich hier? Oder ist das wieder bei den Wölfen da? Wo die rumchillen? Ja, da müsste ich mich halt wieder genauer umsehen. Na, jetzt sind wir beim Mausoleum. Das ist natürlich umgekippt. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Wie ich schon sagte, ich werde mich da... Ah, jetzt sind wir an diesen zwei Gebäuden, wie ich immer sage. Oder auch Türme oder was auch immer das sein soll. Was das darstellen soll. Uncool. Hör doch auf mit so einem Quatsch. Macht doch keinen so Blödsinn, ey. Blutungsschaden oder einfach nur Damage. Es könnte halt sein, das muss ich halt mal rausfinden, bei den Großschwertern oder generell bei den, sag ich mal... Oh, ja, alles klar. Falsche Seite, Monty. Falsche Seite, alles klar. Generell bei den, sag ich mal, stärkeren, langsamen Waffen ist es, glaube ich, besser, auf generelle Effekte zu zielen. Zum Beispiel Feuerdamage, Blitzdamage oder sowas. Irgendwas, was direkten Damage macht und nichts, was irgendwie Damage-Aufbau betreibt. Also, oder Statuseffekt-Aufbau. Sowas wie Blutung oder Vergiftung und so ein Kram. Das ist eher auf schnellen, kleinen Waffen, glaube ich, besser. Nehme ich mal stark an, dass das so ist und das müssen wir auch irgendwann mal testen, ob das irgendwie skaliert oder sowas. Aber so vom Erstfeeling her habe ich schon so, dass ich hier mit dem Schwert auch 3-4 Mal draufkloppen muss, dass da was Sinnvolles passiert. Stimmt, da wollte ich auch noch ein Item, glaube ich, mitnehmen. Habe ich das schon mitgenommen? Da lag ein Item mal rum. Könnte sein, dass ich das mitgenommen habe. Also hier gegen die normalen Gegner finde ich jetzt, merke ich den mehr Damage kaum. Vielleicht ist der Mehr-Damage, den ich kassiere, also den ich angeblich, sage ich jetzt mal, kassiere, vielleicht ist der auch nur 3-4%. Man merkt ihn bei diesen Gegnern hier nicht, weil ich halt auch andere Werte habe, generelle Werte, sage ich mal. Könnte natürlich so sein. Hier, Blutungsschaden, mach was. Mach was und fall vom Pferd. Blutungsschaden, hallo. Ne, interessiert hier keinen. Ich bin immer noch auf dem Pferd und jetzt holt er mich hier runter. Natürlich easy peasy, ganz locker. Komm, ich gehe runter. Ich gehe in den normalen Kampf. Ja, der hat halt auch das Großschild. Das haben wir ja schon gesehen. Blute! Autsch. Ich heile mich besser mal. Jo, geht aber bis jetzt klar. Komm, hau mir mal gegen den Block, bitte. So war das nicht geplant. So auch nicht. Egal, passt schon. Ah, die Schnelligkeit der Waffe ist schon da. Ah ja, gut, okay, ich muss auf den Ausdauerverlust auch mal achten. Das ist halt eben kein Dolch mehr, Monty. Weil ich die ganze Zeit wie wild zuschlage einfach nur. Hier wird gekontert. Partisane. Ah, da weiß ich auch wieder, wo ich die herbekomme. Ich habe sie auch im letzten Part mehr oder minder empfohlen. Hier wäre der Typ wieder im Wasser. Haben wir ja schon gemacht. Und auch das größere Bestienfieder. Ja, all das habe ich ja, glaube ich, im letzten Part schon gezeigt, wie wir den da rausbekommen und so weiter, wie wir uns dann, glaube ich, wieder heilen können oder so ein Kram. Ja, finde ich die Waffe bis jetzt gut. Ah, da war der Blutungsschaden. Der ist natürlich hier auch sehr, sehr nice. Wenn man da schon ein paar Mal zuschlägt und die Blutung hochtriggert bei den Gegnern, das ist schon heftig. Aber natürlich ist hier auch jetzt das Thema, dass wir so viel Ausdauer verlieren bei den Schlägen. Im Verhältnis auch zum Dolch, also auch das, da kommen wir einfach schwierig dorthin, viele Schläge zu machen sozusagen. Geht hier, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mich da so 100% jetzt richtig ausdrücke, also einfach das Maximum an Schlägen ist halt einfach reduziert. Plus mein Ausweichen, plus dass ich bei Dolchen oder bei so Blutungseffekt-Geschichten ja eigentlich mehr oder minder gezwungen bin, relativ offensiv zu spielen. Und bei Feuereffekten und so ein Kram kann man eigentlich ganz normal weiter zocken. Ich gehe mal davon aus, dass ich da hinten war bei dieser Leiche.
So, da oben haben wir auf jeden Fall den Baum. Hier haben wir wieder so einen Stein. Bö. So, ist das wieder ein Gargoyle, okay. War ich hier schon mal? Und da sitzt ein Sänger. Okay. Wenn ich das gerade richtig höre, ist doch hier ein Gesang, oder? Da ist ein Gesang, definitiv. So, sehr schön. Ist das das Fieder? Ich komme in freundlicher Absicht. Menschending. Ja, das Ding da in der Mitte, das singt doch. Ja. Das Teil, das da noch rumsitzt. Diese Statue oder was auch immer das ist. Alter. Okay. Ist das Ding lebendig, was da hinten sitzt? Sieht so statuenmäßig aus. Du da. Das ist ein Gegner. Und hört er auf zu singen. Mhm. Was ist denn das bitte? Oh, falsche Waffe, falsche Waffe. Nein, nein, nein. Wollte ich doch gar nicht. Ah, Gift. Uncool. Komm, triff ihn doch mal bitte. So, und dodge irgendwie weg und so. Sehr schön. Jo, der singt nicht mehr. Sie singt nicht mehr. Goldene Rune 6. Okay. Das ist auch wieder ein Turm. Oder bin ich schon wieder dort, wo ich schon mal war? Keine Ahnung. Scheibe Fleisch. Ich bin begeistert. Da haben sie sich mal schön ernährt. Springen versuchen. Echt? Wohin dann? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist, glaube ich, nicht die geilste Idee. Ja, hier ging es wahrscheinlich um die Rune. Der Turm hier scheint nichts zu bringen. Außer hier vorne dran wäre noch irgendwas. Kein Leben voraus. Ja, das unterschreibe ich. Merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Auch ich dachte gerade schon, mein Aufnahmegerät läuft nicht. Das wäre bitter gewesen. So, und hier haben wir wieder diese Flammenviecher auf dem Boden, oder was? Die jetzt wieder rauskommen. Ich baller dann selbst mal mit Flammen hier rein, weil die sind sicherlich nicht resistent. Ist ja wohl logisch, oder? Hier, brenn gegen dein eigenes Feuer. Genau, so ist es. Du auch, brenn mal gegen dein eigenes Feuer sozusagen. Was ist denn da? Was soll das? Hallo? Ja, du musst nicht wütend werden. Hallo? Bleib bitte stehen. Ich will dich abknallen. Und da ist was da vorne, oder? Das ist ein Schädel nur, oder? Waffe wechseln. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Man kann irgendwie hier einfach durchrollen und kann sich dann den Kram holen. Also auch mal so als Tipp. Ja, Feuer macht uns so nichts aus. Also das Pferd ist immun gegen Statusangriffe, kann man so sagen. Wahrscheinlich so ziemlich alles, was auf dem Boden abgeht, so. War ja jetzt Feuer, haben wir schon gesehen, Gift haben wir schon gesehen. Das sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. So, und hier kann man diese schwelende Schmetterlinge und so im Kram noch mitnehmen. Okay. Und da ist wieder ein Schädelchen. Eventuell könnte ich auch mal eine Runde aufwerten, weil ich glaube, mit den Runen, da müsste so langsam ein Level up gehen. Da vorne ist wieder so ein Talenttyp. Wie gesagt, der ist jetzt golden oder was soll das da sein? Und das wäre wieder kein Talent, ne? Ist doch so. Ja, lädt mir nur auf. Okay. Ja, da haben wir hier die ganzen Pflanzen da. Wir hatten ja bei dem anderen Baum auch so einen Wächter oder sowas. War doch so, oder? Das war ja nicht dieser Baum, wo wir schon mal waren. In dem Sumpfgebiet war ja auch so ein Wächter. Eventuell können wir ja hier einen Wächter angreifen und auch im Sumpfgebiet gleich. Weil den hatte ich ja auch noch nie so ernsthaft irgendwie gemacht. Also nicht wirklich versucht. Und so langsam traue ich mir solche Feinde dann doch mal zu, hoffe ich mal. Im Sumpfgebiet, der war schon hart. Ich glaube, da haben wir es schon hier mit den normalen kleinen Wächtern hatten wir da Probleme. Wächter-Speerschwert. Schwertspeer, so rum. Das ist natürlich geil, da ist wieder hier so ein Teil da.
Okay. Da ist doch ein Boss. Und da haben wir so eine Wiederbelebungsstatue. Jo, alles klar. Dann machen wir dich platt. Autsch. Hier einfach so vorbeireiten. Genau, sehr schön. Geht ja klar, oder? Machen wir so auf dem Pferd weg. So nett. Ausdauer regenerieren und dann wieder hingehen, würde ich sagen. Hier, und dann einfach so... nicht so. Nein, Fat Roll. Ich hab die Fat Roll. Oh Gott, ich hab gar keine Chance. Jo, mit der Fat Roll, das kann ich vergessen. Oh, nicht mehr dran gedacht. Wie bitter. Oh. Jo, also Fat Roll und diesen ganzen Blödsinn, das darf ich jetzt einfach nicht mehr so spielen. Das ist einfach Blödsinn. Also, Waffe wieder wechseln. Schwert war geil. Ja, okay. Aber ist für mich jetzt nicht tragbar. So, ausrüsten. Was kann ich denn jetzt tragen, ohne in die Fat Roll zu stapfen? Stimmt, das wollte ich mir auch noch angucken. Das Schwert, da bin ich aber auch auf großer Last. Sogar noch schlimmerer Last. Hier hätten wir mittlere Last. Ja, den ganzen Kleinkram da. Wenn ich meine normale Streitaxt trage, bin ich auch auf mittlerer Last. Okay. Ja, dann würde ich sagen, geh mal den Boss mal ohne Rune an, oder? Und nur mit der Axt hier. Ich darf ja sterben, spricht der... Achso, und wir kriegen den mehr Damage jetzt. Oh Gott. Okay, wir probieren es mal. Niederer Erdenbaum. Avatar des Erdenbaums. So, Ausdauerverlust, was die Schläge angeht, ist in Ordnung. Okay, Reichweite ist mal wieder beschissen. Ja, oben sieht man noch die Buffs, die ich habe. Ach stimmt, und ich könnte Leute rufen hier. Wölfchen, helft mir. Helft eurem Papa. Oder so. Oh, scheiße, Mann. Geht nicht so viel, ja. Wobei, ein bisschen antanken geht schon. Ach, stimmt. Oh, bin ich so schlecht. Stimmt, wir müssten eigentlich die Skelettkrieger holen. Weil die können rein theoretisch wieder aufstehen, würden dann den mehr stressen, sozusagen. So, hier. Und jetzt gehen wir weg. Ah, der Damage stimmt eigentlich. So, einmal und dann weggehen, würde ich sagen. Einmal hitten, weggehen und dann passiert das da. Dann, jo, stampft er mal meine ganzen Kumbagnons weg. Dann macht er irgendeine magische Druckwelle. Oh, nee, nicht nur das. Nicht nur das! Wie sieht's fernkampfmäßig aus? Komm, 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 ganz locker bleiben bitte. Oh, das sieht gut aus. Da brennt der Baum. Da brennt der Baum. Da brennt der Baum. Da brennt der Baum! Nein! Okay. Blutungsschaden, wie sieht es damit aus? Das können wir uns natürlich auch mal reinziehen. Okay, Haltung, Haltung, Haltung. Wegdodgen wäre so eine Möglichkeit. Oh mein Gott. Nein. Oh, wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Oh, oh, nicht gut. Kommt jetzt wieder. Nee, kommt nicht. Ach, das ist eine Phase, wo wir eigentlich angreifen könnten, denke ich. Und jetzt kommen die magischen Geschosse, oder was? Jo, und machen mich einfach nur kalt. Okay. Wenn ich nicht ganz doof spiele, geht das eigentlich schon, oder? Ich kann dodgen. Hallo? Und ich treffe? Eigentlich nicht irgendwie. Ho, 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 ho. Es wird eine knappe Angelegenheit, sage ich mal. Der sieht aber cool aus. Ach stimmt. Und wir könnten trotzdem hier erbärmlicher Fernkampf machen. Und ihn schon mal so ein bisschen runternocken. Aber es ist ja erlaubt, sag ich mal. Boah, das ist knapp. Das ist knapp, was ich da mache. Das ist ultra knapp. Ey, komm, nicht nochmal so ein Kampf, wo ich einfach nur verkacke. Weil ich ungeduldig werde. Wie jetzt beim letzten, bei dem Riesen da. Das war ja auch so unnötig, da zu sterben, sag ich mal. Wie sieht's eigentlich mit Weglaufen und so aus, hier beim Fernkampf? Das macht ja eigentlich mehr Sinn als wegdodgen, oder? Oh, der kommt dann immer näher, 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 näher. Nein, das ist nicht gut. Oh, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? So, solche Phasen dann einmal. Wegdodgen, zweimal.
Komm, nochmal. Das geht. Jawohl. Und weg, 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 weg. Nur weg. Und wegschießen. Oh, der lange Angriff. Vergiss es, Monty. Vergiss es. Vergiss es. Brenn, du doofer Baum. Oh Gott. Jawohl. Bin ich gut. Okay. Ey, komm. First try. Was geht da? Es ist brutal. 3600 opale Blasendräne und purpurrote Bruchkristallträne. Purpurrote. Okay. Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Inventar, Schlüsselgegenstände. Ja, das ist so. Moment mal. Das, die hatten wir bekommen, genau. Kurzzeitig anhaltende LP-Regeneration. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch regeneriert schrittweise eure LP. Ja, eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt. Was war noch? Genau, hier die opale Blasenträne. Also alles für die Tränke, okay. Nee, oder? Keine Ahnung. Doch, nee, kann sein, weiß ich nicht. Moment, hier eine Kristallträne, die langsam in im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt. Ach so, okay, das ist immer der gleiche Text, fällt mir jetzt auch mal auf. Kann in einer Flasche angewendet werden, ist auch immer der gleiche Text. Also, das resultierende Gemisch verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Dies ist jedoch nur einmal möglich und der Effekt lässt mit der Zeit nach. Was ist nur einmal möglich? Dass ich es dabei mische, oder was? Und dann lässt der Effekt mit der Zeit nach. Mhm. Oder einmal ist der Schaden krass reduziert und dann lässt es mit der Zeit nach, oder was? So könnte man es auch verstehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir da neue Tränen. Oder, Quatsch, ja, neue, wie soll ich sagen, Trankutensilien bekommen. Ich bin voll im Eimer, hab aber ein paar Seelen bekommen. Das ist auf jeden Fall nice. Ist hier vielleicht irgendwo so ein Leuchtfeuer oder sowas? Ort der Gnade? War ich vielleicht? Was sitzt da hinten rum? Ja, also für den nächsten Part kann ich eigentlich auch hingehen und kann wieder so einen Segen da nutzen. Das wäre eventuell ganz sinnvoll. Den Baum müssen wir uns halt genauer ansehen. Achtung Baum, so ist es. Ja, oder wir machen einfach im nächsten Part genau an der Stelle hier weiter. Ich mache dann jetzt den Schnitt und dann gucken wir mal. Ja, so würde ich sagen, machen wir es. Im nächsten Part machen wir dann, wie gesagt, hier an der Stelle weiter. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Mal gucken, was ich hier noch so finden kann. Ob hier irgendwie ein Leuchtfeuer ist. Gut, da war so ein Marika, so eine Marika-Statue. Also wird da wahrscheinlich jetzt nicht direkt was am Start sein, nehme ich an. Aber sicher wissen tue ich es auch nicht. Ja, und dann schauen wir uns mal genauer um. Und ja, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.